Willkommen zurück bei Let's Play Darksiders mit mir, eurem Ramp. Yay! Ich bin mal wieder da, um genau zu sein bei Darksiders in der Zwischenwelt, wo wir letztens ein paar Gegner fertig gemacht haben und noch ein Auge übrig geblieben ist, was wir natürlich uns jetzt holen werden, wo ich jetzt erstmal gucken werde, wo das war. Wo ich lang gehen muss. Wir sind da. Also nach rechts, würde ich mal meinen, und dann runter. Dann gehen wir mal rechts und dann geht's hier lang. Also gehen wir doch erstmal hier lang und dann eine Runde schwimmen. Ich könnte mir vorstellen, dass hier unten in den Häusern auch noch was sein könnte, wie zum Beispiel Relikt oder irgendwas. Ich bin dann immer so ein kleiner Fauler und gucke mir solche Häuser nie an. Obwohl ich mir eigentlich denken könnte, hier könnte was sein. Hier müsste auch was sein, weil, ehrlich gesagt, was? In solchen Häusern ist immer irgendwas. Bisschen schneller mal hier. Und da werden wir nie hochkommen, vielleicht aber hier um die Ecke. Kommen wir auch nie hoch, so. Willkommen bei Wie komme ich hier raus? Einfach mal aufs Haus können. Ja, aufs Haus können wir, aber weiter dann ohne. Wir wollen hoch. Hoch, verdammt. Da geht's hoch. Wir wollen uns ja heute mal das letzte Auge krallen. Ist ja jetzt schon lange her, wo ich da war. Ah, da geht's hoch. Nein, da geht's nicht hoch. Da geht's nicht hoch. Halt ich fest. Oh, verdammt, da ging's auch nicht hoch. Ja, was war passiert in der letzten Zeit, wo ich nichts gemacht habe? Ich habe gearbeitet. So wie immer eigentlich. Und es war sehr, sehr anstrengend. Wer selber arbeiten geht, weiß das sogar. Das, also wer jetzt Koch macht von euch, dass sich das gerade anguckt, weiß, dass das ein bisschen ermüdend ist und dann man keine Lust hat, hier noch sich da vorzusetzen und zu zocken und aufzunehmen. Da lege ich mich da lieber wirklich ins Bett und knack eine Runde. Das ist... Verdammt, wo komme ich hier raus? Das hatten wir doch schon letztens, da bin ich ja hier wieder neu gestartet, komischerweise, und da unten habe ich das ja schon letztens gesehen, da kommen wir nicht ran. Wo geht's denn hier raus? Na, waren wir gerade. Da hinten zum Beispiel. Da kommen wir endlich mal hier raus, ey. Naja, ich brauche gerade ein bisschen, um mich aus diesem verschwemmten Stadt. Mir wurde es gerade noch gezeigt, aber ich habe vergessen, wie das Land hieß. Ist mir immer noch falsch. Ich komme immer noch. Sag doch mal, Leute, wo komme ich hier raus? Jetzt fängt ja schon mal toll an. Da machen wir einfach mal gerade links und dann hier runter. Ja. Aber ich glaube mal, dass es das hier oben angezeigt hat. Ach nee, das Rohr. Nee, doch da oben. Ah, hier kommen wir trotzdem raus. Hoffentlich. Ich möchte jetzt gern mal weiter. So. Jetzt gehen wir aber hier hoch. Zu dem letzten Auge. Meine Güte. Jedes Mal. In diesem scheiß beknackten Level verlaufe ich mich hier. Na, nehmen wir Monster da. So. Ah ne, das sind ja in der Zwischenwelt. Da gibt es keine Monster. Da oben sehe ich. Da sehe ich was. Da, genau da. Da hoch. Es sind diese komischen, ich. Keine Ahnung, Teile. Sieht aus wie ein Bombengewächs, was dort hinten auf mich wartet. Aber ich glaube, da kommen wir noch alles hin. Hoffe ich doch mal, also. Ja, schade, wenn nicht.
Was wirklich hier unten? Hätten wir ja doch. Ach, das ist unter Wasser. Ah, jetzt weiß ich, warum wir das nicht finden konnten. Genau. Naja. Wir haben es geschafft. Ist hier noch irgendwas, bevor wir hier abhauen? Nö. Also rein da. Zu der letzten Herausforderung. Ich nehme heute mal wieder ein bisschen länger auf, damit ich was hab, bis ich wieder Schule habe. Und ich hoffe doch mal, das klappt. Und ich muss ja nie wieder nachsynchronisieren, 4 Felgen lang. Aber ich glaube, eine Stunde weiß ich nicht, ob ich aufnehmen werde. Ich mache das einfach mal so nach Gefühl. Welt des Schmerzes. Töten Sie innerhalb der vorgegebenen Zeit 15 Feinde mit Angriffen, die Umgebungswaffen nutzen. Für die verbleibende Zeit auf der Uhr werden Seelen als Belohnung ausgegeben. Okay. Also einfach Autos nehmen, die von der Decke fallen. Och, das ist ja easy. Aber ein paar mehr Autos könnten ruhiger sein. Und da war der erste weg. Nein! Oh, falsche Richtung. Dorthin wollte ich doch gar nicht werfen. Dahin wollte ich werfen. Und wieder daneben. Sag mal, ich sollte doch erstmal hingucken, bevor ich hier loswerfe. Aber klappt doch. Wie sag ich immer, easy. Aua, das war nie easy. Aber das. Ich habe hier ein Pflaster in meinem Daumen, das ist gar nicht so einfach damit zu spielen, ey. Ehrlich gesagt. Mein Daumen ist verletzt. Hat mich geschnitten. Aus Versehen. Die Tomate rollte weg. Mein Daumen rutscht davor. Da war es halt geschehen um mich. Alter, den hätte man ja auch jetzt immer so treffen können damit. Immer noch nie. Oh, jetzt kommt das Vieh. Ich mag das nie. Das war daneben. Komm, noch 5. Ich bräuchte ein Auto, dankeschön. Komm, noch 3. Immer noch 3. Immer noch 3. Mann, ey, ich brauch noch 3. Oh, ich wär's. 2. Nein, verdammt, verpestet. Noch einen. Und wir haben es vollbracht. Letzte Herausforderung, jetzt geht's weiter. Das war gerade übersteuert, ich sehe hier gerade ein bisschen immer so meinen Balken. Wieder auferstehen, stellt nach einem tödlichen Schlag Kriegs, Gesundheit und Zorn vollständig wieder her. Ist ja schön, brauchen wir das? Ich wusste schon immer, dass es in dir steckt. Ein bisschen Leben, ein bisschen Zorn. Na 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 na. Brauchen wir eigentlich gar nicht Leben? Also Leben schon. Zorn meinte ich, brauchen wir eigentlich überhaupt nicht. Anscheinend. Naja, weiß ich doch schon, dass es der letzte hier war. Jetzt müssen wir erstmal wieder hier rauskommen. Geht's aber noch weiter. Das würde ich mir gerne noch angucken. Ich weiß nicht, ob wir jetzt irgendwann eine geheime Stelle hier rauskommen oder einfach nur eine Abkürzung gerade gefunden haben. Das scheint mir noch sowas zu sein. Gut, da komme ich nicht lang. Also geht es zurück. Und ich muss, glaube ich, klein niesen. Mein Heuschnupfen macht nämlich gerade wieder los hier. Wenn man gegen Birke allergisch ist und gleich vorm Fenster schön fette Birken hat, dann ist das immer zum Frühling wunderschön. Wie sieht es eigentlich bei euch aus? Es ist jetzt warm und ihr guckt wirklich das Video. Ich finde es sehr gut, dass ihr das Video guckt. Aber, hallo?
Es ist geil draußen. Ich sitze zwar auch gerade drin, aber nur weil ich halt keine Lust habe, irgendwas zu machen. Deswegen heute mal ruhigen angehen. Muss mich ja hier nie abhetzen. Mach schon genug. Deswegen nehme ich ja extra für euch hier auf. Wird bald hier mal wieder eine Tekken-Session kommen im Arcade-Modus. Ich weiß nicht, ob ich das so verraten sollte, aber ist mir Rille. Jetzt suche ich mal wieder den Ausgang hier. Da geht's nach draußen. Und da wartet dann auch schon der Steinriese auf uns. Der Wächter. Na komm. Teil der Abgrundrüstung. Ein Teil der mit Blut geschmiedeten Abgrundrüstung. Sammeln Sie alle 10 Teile, um die Rüstung komplett zu haben. Das probieren wir doch mal aus. Ob wir es hinkriegen, weiß ich nicht. Aber ich denke mal, dass wir irgendwann mal das Ding... Gehst mir ein wenig auf die Eier. Mensch, das Ding ist ganz schön. Hab ich ganz vergessen, wie gut das Ding geworden ist. Wo ist eigentlich hin? Ich höre... Gut, ich höre ihn irgendwo, sehen aber nicht. Wir gehen doch mal weiter. Wir wollen endlich mal ein bisschen hier vorankommen, ne? Ich will endlich mal mein erstes Let's Play durchgespielt haben, wo dann endlich mal hier Batman Arkham Asylum weitergeht. Ja. Links oder rechts? Rechts kommen wir schon mal nicht weiter. Da brauchen wir erst dieses komische Teil. Ich weiß nicht, was es ist. Aber dort hinten war noch was, aber ich weiß nicht, was das... zu sagen hat. Gibt's hier unten irgendwas? Hier unten gibt's... Bei Wasser gibt's eigentlich immer was. Man muss es nur finden. Aber scheint... Ich kann mal hier nochmal so... Da hinten leuchtet da was oder ist das einfach nur hier der Strom? Ah, das ist einfach nur hier was abprallt. Schade. Ich habe gedacht, wir finden mal irgendwie ein Relikt oder ein letztes Lebensstück Kern, damit unser Leben größer ist. Unten gucken. Unten ist... Unten ist nichts. Man muss ein bisschen abgucken hier alles. Oh, da kommt nochmal jemand. Ach komm, machen wir jetzt weiter hier. Geben zwar Seelen ordentlich, aber... Nö, danke. Haben wir nicht nötig. Einfach mal hier so durchpaddeln. Zu gucken, ob wir was treffen. Haben ja genug getroffen. So ist es ja nicht. Auch nichts. Und ein tiefer, tiefer Abgrund, wo wir... Nicht, ach, da hinten ist eine Vulkrim-Position. Na, sieh mal einer an. Wir haben ja auch wieder massig Seelen gesammelt. Ja. Nein, was war das? Hallo? Was war denn der Scheiß hier? Ah. Nee. Achso, die sind schon kaputt. Ich hab hier grad... Ehrlich gesagt, nichts gesehen. Da war ich wieder abgestürzt. Alter, erst hier den, ewig den Weg suchen, dann irgendwas Explodierendes auf uns drauf. So, jetzt aber. Nein, da gehen wir noch nicht lang. Uns abfallen lassen, ja. Achso, hier war's. Gut. Mehr Fan, falls wir wieder mal dort hoch wollen.
Wollen wir vielleicht. Weil, wieso sollte es nicht zurück... Warum sollte es hier zurückgehen, wenn dort nichts wäre?